Hallo zusammen! Ihr erinnert euch vielleicht, im Mai 2021 wurde eine große Bürgerumfrage durchgeführt. Die Ergebnisse liegen nun seit September vor und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was passiert denn eigentlich mit den Rückmeldungen aus der Bürgerschaft? Kurz gesagt, sie fließen in das Herrenberger Leitbild 2035 ein. Die verschiedenen Ämter der Stadtverwaltung haben hierfür Vorschläge entwickelt. Dabei haben sie aus den Ideen und Kritikpunkten der Bürgerumfrage neue Projekte entwickelt oder sich neue Ziele gesetzt. Manchmal haben sich die Bürgerinnen und Bürger auch etwas gewünscht, was es schon gibt. In diesem Fall müssen bestehende Angebote besser bekannt gemacht werden. Um ein paar direkte Einblicke zu bekommen, sprechen wir heute mit drei Vertretern der Handlungsfelder Bildung und Betreuung, Kultur und Freizeit und Klimaschutz. Und wir sind mal gespannt, was Ihre Teams aus der Bürgerumfrage für Projekte abgeleitet haben. Los geht's! Mein Name ist Andrea Burgstaller, ich bin die Leiterin des Amts für Kinder und Familie der Stadt Herrenberg und mitverantwortlich für das Handlungsfeld Bildung und Betreuung im Leitbild 2035. Es war keine große Überraschung für uns, dass der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder bis zum Grundschulalter laut der Bürgerumfrage weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Es braucht dabei ein vielfältiges Angebot, damit wir den Bedürfnissen aller Kinder in der Stadt gerecht werden können. Wir bauen dafür eigene Einrichtungen, wie beispielsweise gerade die Kita im Bereich des südlichen Längenholz oder auch das neue Betreuungsgebäude für die Vogt-Hess-Schule. Wir wollen zukünftig aber auch unbedingt neue Wege gehen. So richten wir gerade drei Einheiten für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen ein, um dieses Modell erstmals nach Herrenberg zu holen. Wir haben uns aber auch auf die Fahnen geschrieben, die Kooperation mit den freien Trägern auszubauen, um die Vielfalt in der Kindertagesbetreuung zu stärken. Diesen Ausbau schaffen wir aber nur mit genügend pädagogischem Personal. Es wird deshalb in den kommenden Jahren auch ein Fokus darauf liegen, unsere bestehenden Mitarbeitenden zu binden, aber auch neues Personal zu gewinnen. Es werden in dem Bereich schon einige Maßnahmen umgesetzt. Weil sich der Fachkräftemangel aber immer weiter zuspitzt, werden wir uns auch neue Potenziale erschließen. Mein Name ist Ulrike Kuder und ich bin die Leiterin der Abteilung Kultur. Wie wichtig das Thema Kultur für unsere Gesellschaft ist, konnten wir alle in den letzten beiden Jahren der Pandemie deutlich feststellen. Es liegt mir daher am Herzen, die kulturelle Vielfalt in Herrenberg zu sichern. Die Kooperation zwischen den Schulen, Vereinen, Kulturinstitutionen und unseren städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen weiter voranzutreiben. Wir haben unsere Kulturkonzeption in den letzten beiden Jahren mit einem großen Beteiligungsprozess entwickelt und ins Leben gerufen. Hier gilt es nun, die drei Handlungsfelder mit den Zielen und Maßnahmen in den nächsten Jahren abzuarbeiten und umzusetzen. Prior A hat hier bei uns die Erarbeitung der Kulturförderrichtlinien. Wir möchten hier die Kulturschaffenden in Herrenberg unterstützen. Zudem möchten wir eine Kulturplattform auf der städtischen Homepage integrieren. Uns ist wichtig, das tolle Angebot, das wir hier schon in Herrenberg haben, weiter sichtbar zu machen und zu bündeln. Zudem möchten wir die Leerstände durch die Pop-up-Kultur nutzbar machen. Der Fruchtkasten ist für Herrenberg ein sehr bedeutsames Projekt, unser Leuchtturmprojekt hier in Herrenberg. Die Baumaßnahme soll noch in diesem Jahr starten. Es wird ein offenes Haus mit einer Touristinfo, einem Regionalmarkt, einem kleinen Café, einer Dauer- und Wechselausstellung sowie eines Veranstaltungs- und aktiven Mitmachraumes. Ziel ist es, den Fruchtkasten mit Kunst, Theater und Musikangeboten zu beleben. Zudem erstellen wir ein Konzept- und Raumprogramm. Im Bereich Freizeit schaffen wir naturnahe Erlebnisräume. Hier haben wir im letzten Jahr unsere Erlebnisstation Teuchle eingeweiht. Die Murmelbahn, die ist bei Familien und Kindern sehr beliebt. Wir möchten jetzt diesen Erlebnisraum weiterentwickeln und zudem noch einen Tiererlebnispfad anlegen. Zusätzlich möchten wir mit den Studenten einen landschaftsplanerischen Gestaltungswettbewerb im Bereich Kanonenbuckel durchführen. Im Bereich Sport haben wir den Sportstättenentwicklungsplan, den es nun gilt, in den nächsten Jahren abzuarbeiten. Hier ist geplant, die Nutzung der Hallen zu optimieren und auch weitere Sportstätten zu bauen. Prior A hat hier die Errichtung einer Kalthalle in der Kernstadt und zudem möchten wir natürlich die Hallen digital buchbar machen.
Sie sehen, in dem Handlungsfeld haben wir ein riesengroßes Aufgabenspektrum, das es einfach nun gilt, in den nächsten Jahren weiter auszubauen und zu gestalten. Mein Name ist Thomas Gleiser. Ich leite seit einem Monat die Stabsstelle Klimaschutz. Die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung, Umweltschutz, Ressourcenschutz und generell Nachhaltigkeit waren auch Teil der Bürgerumfrage für das Leitbild 2035 der Stadt Herrenberg. Dabei gaben die Bürger zu 91% das Thema Klimaschutz als sehr wichtig bzw. wichtig an. Dieses Signal hat die Stadt Herrenberg aufgenommen und ist sich bewusst, dass in diesem Bereich ein großer Handlungsbedarf besteht. Schon zu Beginn des Jahres 2020 wurde deswegen vom Gemeinderat der Auftrag erteilt zur Erstellung eines Klimafahrplans mit insgesamt 9 Handlungsfeldern. Dieser Klimafahrplan wurde jetzt vom Gemeinderat verabschiedet und hat insgesamt 85 Einzelmaßnahmen, 30 Kernmaßnahmen und 10 Prio 1 Maßnahmen. Die aktuelle politische Entwicklung mit dem Krieg in der Ukraine und dem Erkennen, dass eine zu große Abhängigkeit von fossilen Energieträgern auch sicherheitspolitisch und energiepolitisch sehr kritisch ist, zeigt uns, dass wir mit dem Klimafahrplan auf dem richtigen Weg sind. Denn der Klimafahrplan Herrenberg hat als zentrale Botschaft, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden, das heißt Energieautarkie in Herrenberg zu erreichen und vollständig auf erneuerbare Energien zu setzen. Ein weiteres Ergebnis der Bürgerumfrage war, dass zu 87% der Klimaschutz in Industrie und Gewerbe als dringend bzw. sehr dringend angesehen wurde und parallel dazu der Ausbau der erneuerbaren Energien ebenfalls mit 86% sehr hoch bewertet wurde. Da gibt es Schulungen, da gibt es Beratungen, da gibt es Angebote zusammen mit den Stadtwerken zur Sektorenkopplung und einfach generell wollen wir eine Aufbruchstimmung in die Wirtschaft vermitteln, dass wir es schaffen können, lokal unabhängig zu werden und innovative Lösungen zu finden, ohne unsere Wirtschaftskraft zu verlieren. Bei der Umfrage wurde aber auch deutlich, dass das Thema Klimaschutz und das, was die Stadt Herrenberg in diesem Bereich anbietet, leisten kann und leisten will, noch nicht überall in der Bevölkerung angekommen sind. Fast 50% der Bevölkerung wussten nicht, was in Herrenberg aktuell da schon läuft, welche Veranstaltungen, Angebote es gibt und in welchen Themen die Stadt Herrenberg beim Klimaschutz schon unterwegs ist. Deswegen ist im Klimafahrplan auch das Thema Kommunikation und Motivation als eigenes Handlungsfeld aufgestellt worden mit insgesamt 5 Maßnahmen. Schwerpunkt soll dabei sein, für den Klimaschutz eine neue Dachmarke in Herrenberg zu entwickeln und im Verlauf des Jahres dann ein umfangreiches Programm mit Aktionstagen, Vorträgen, Mitmachaktionen und so weiter anzubieten. Außerdem haben wir schon in Herrenberg tatkräftige Arbeitskreise wie den Arbeitskreis Energie, den Arbeitskreisrat, das sich neu bildende Netzwerk Biodiversität und diverse Umwelt- und zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich im Klimaschutz engagieren wollen. Wichtig ist hier auch zu nennen, dass gerade auch die Jugend in Herrenberg sehr engagiert ist. Sie hat für den Klimafahrplan ein eigenes, sehr wertvolles Positionspapier erstellt und im Gemeinderat auch bekundet, dass sie aktiv bei der Umsetzung des Klimaschutzes mitmachen will. Der Stadt Herrenberg ist auch sehr bewusst, dass erfolgreicher Klimaschutz hier vor Ort nur gemeinsam mit den Bürgern und in Mitwirkung der Bürger und Beteiligung der Bürger erfolgen kann. Die Vielzahl an Maßnahmen, insgesamt 85, und die Vielzahl der dahinter steckenden Aufgaben und auch Anforderungen an die Finanzierung macht es dringend notwendig, die Bürgerschaft viel stärker daran zu beteiligen, wie wir diese Projekte umsetzen können.
Natürlich gibt es noch viele weitere Maßnahmen, Projekte und Ziele im Leitbild, die auf Basis der Bürgerumfrage entwickelt wurden. Eine detaillierte Übersicht sowie viele weitere Punkte zur Analyse und zur Umsetzung der Umfrage findet ihr hier online unter der eingeblendeten Adresse. Ihr könnt auch gerne mal in der Bahnhofstraße vorbeischauen. Hier gibt es auch eine kleine Ausstellung zu unserem Thema im Leitbild-Infohäuschen. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Burgstaller, bei Frau Kuder und bei Herrn Kleiser, die so detaillierte Einblicke in ihre aktuellen und in ihre zukünftigen Pläne gegeben haben. Und ich gehe jetzt erstmal online und schaue mir die anderen Ergebnisse der anderen Handlungsfelder an. Bis bald!